Wenn die Sprache zunehmend zerfällt, wenn wir über Inhalte mit den Betroffenen nicht mehr reden oder gar debattieren können, bedarf es anderer Wege des Zugangs. Menschen, deren Demenz unübersehbar geworden ist und deren Verhalten uns immer weniger angemessen erscheint, sind wohl für alle Pflegenden eine besondere Herausforderung. Der Ansatz der integrativen Validation kann hier eine Brücke schlagen. Menschen in der Demenz zu begleiten heißt, sie in ihren Äußerungen ernst zu nehmen. Heißt, einen Zugang zu finden, der anders ist als die klassischen Verlegenheitsreaktionen, die wir alle kennen und die eine Seminarszene im nächsten Schritt noch einmal in Erinnerung rufen wird. Wie schnell gerät vertraute Gesprächsführung doch an ihre Grenzen? Schönen Tag gehabt. Schönen Tag gehabt. Jetzt geht's los, ja? Schwester, ich muss jetzt nach Hause. Ich muss jetzt zu meiner Mama. Kannst du mich bitte fahren? Ich muss jetzt los. Sie wohnen doch hier. Nein, ich wohne Fellmar, Brunnenstraße 23. Nein, Sie wohnen jetzt hier im Hause. Kannst du mich bitte fahren, Schwester? Nur ein Stück bis zum Brunnen, dann weiß ich wieder. Das geht zurzeit gerade nicht. Du hast so schöne Augen, fährst du mit mir? Wollen wir nicht erstmal Kaffee trinken gehen? Nein, ich muss jetzt los. Nein. Die ist jetzt Zeit. Schwester, gehst du ein Stück mit? Nur ein Stück. Ja, Frau Müller, jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Ich kann noch nicht aus der Grundpflege raus. Ich bin bereit, gleich mit Ihnen nach Hause zu fahren. Ach. Die Tür auf. Mach die Tür jetzt auf. Ich hole die Polizei. Frau Müller, beruhigen Sie sich doch jetzt erstmal.